Willkommen zurück zu The Silent Age. Wir sind im Wechsel der Zeiten und versuchen weiterhin der Polizeistation zu entkommen. Ich habe immer noch keine Idee, was wir machen können. Ich gucke jetzt nochmal hier unten. Vielleicht geht die Tür hier jetzt auf. Die Tür schmieren, ne. Das sickert jetzt in die Erde. Errungenschaftsfragestell Kontaminator. Achso, das hat jetzt tatsächlich funktioniert. Okay. Ja, Trial and Error funktioniert ja auch ziemlich häufig. Geht das jetzt auf? Ah, jetzt hat sich durch die Kontamination der Efeu hier nicht lang geschlängelt. Oh man, die Klinke ist abgebrochen. Wie lange kann sich der Mist am Markt halten? Okay. Das heißt, wir können jetzt hier drin, denke ich mal, die Klinke benutzen. An dieser Tür. Die passt perfekt. Na dann. Kein Strom. Ich habe aber eh keine Ahnung, was ich schauen würde, selbst wenn hier Strom wäre. Vordere Tür. Tür öffnet sich nach innen und öffnet den Blick auf einen Haufen Müll. Hier rausklettern können, will ich davor aber nochmal in die andere Zeit gehen. Das Fenster wird von einem Ast blockiert. Da hinten ist noch eine Gasse, in die ich schlüpfen könnte und sie ist nicht so weit unten. Leider ist das wieder eins der Fenster, die sich nicht öffnen lassen. Fällt mit dem Teppich raus. Ist eingeschaltet. Sieht aus wie eine Eilmeldung. Errungenschaft freigeschaltet. Couch Potato. Regierung bestreitet jede ernsthafte Bedrohung und dass wir den ganzen Morgen über tödliche Zwischenfälle berichten, ist absoluter Zufall und hat keinerlei Beziehung hierzu. Nixon befindet sich gerade in der Air Force One auf dem Weg zu einem wichtigen und geheimen Treffen. Und das war's für diese Sondersendung. Leute, das sieht alles nach einem Fehlalarm aus. Wir bringen jetzt die letzten Neuigkeiten mit Gregory Smith. Was hast du für uns, Greg? Etwas über eine Grippewelle, steigende Gaspreise und die letzten Neuigkeiten vom Krieg. War, glaube ich, 1972, war, glaube ich, Vietnamkrieg. Den hat der Richard Nixon beendet. Eigentlich ein sehr guter Präsident. Und dann stürzt er über seine Lügen und seine Watergate-Affäre und ärgert sich selbst schwarz. Regierung bestreitet jede ernsthafte Bedrohung. So, das wissen wir schon. So, moderne Kunst. Ich verstehe es nicht. Auch nicht. Ich muss sagen, das ist ja, ich weiß nicht, ob das eine 1972 an 2012 oder ob wir 1932 oder 1972 sind. Eigentlich müsste das ja hier die Vergangenheit sein, weil 40 Jahre später sieht es ja viel schlimmer aus. Jetzt haben wir die Lampe angemacht. Ich vermisse die Zeit, als Gemälde noch einen Sinn ergaben. Ich mag das Bild, in dem Hunde Poker spielen. Jetzt ist sie aufgeschlossen. Wieder noch mal rein. Ich sehe nicht, warum wir jetzt erstmal in einen anderen Raum wieder gehen sollten. Können wir mit dem Fenster aus dem, mit dem Teppich aus dem Fenster klettern? Sollte mich am besten vor dem Splitter anschützen. Wenn der riesige Baum es nicht unmöglich macht, hier durchzukommen, dann ist das die Lösung. Vor welchen Splittern sollte der dich schützen? Moment mal, vor diesen hier drüben? Stehe ich wieder auf der Leitung. Kein Grund, das Fenster abzudecken.
bitte nochmal nach oben. Krankenhausgebäude gibt es aber in der Vergangenheit immer noch. In der Zukunft, wie auch immer. Ja, wenn ich so eine Spiele spiele, konzentriere ich mich meistens auf die Rätsel und kriege die Story oftmals gar nicht so richtig mit. Gut, jetzt probieren wir doch noch überall mal diesen Teppich anzuwenden. Irgendwas muss ja gehen. Gehen wir nochmal nach unten. Da unten war ja auch noch eine Tür, die theoretisch aufgehen könnte. Nicht so, dass man den Teppich als Dietrich verwenden kann. Und habe ich glaube ich. Hier war ich glaube ich noch nicht in der anderen Zeit. Hier war ich noch nicht. Garage öffnet sich automatisch. Selbst wenn der Strom aufhört, würde das nur von innen klappen. Drin herrscht Totenstille. Tatsächlich ist die ganze Straße so still. Das macht mich wahnsinnig. Aber wenn es jetzt hier weitergehen würde, hätten wir das ja oben theoretisch gar nicht machen müssen, oder? Der Eingang ist zugenagelt. Ich kann mir zwar vorstellen, warum die das gemacht haben, aber eigentlich will ich gar nicht drüber nachdenken. Eine Polizeistation. Keine Ahnung, welcher Distrikt das hier ist. Ich habe einen Gummiknüppel gefunden. Ich habe ihn nur ein wenig durch die Gegend geworfen. Ich hatte nicht wirklich erwartet, hier wieder eine Leiche zu finden. Ich steige nicht in einen Wagen mit Toten ein. Das ist eine meiner Regeln, mit der ich bisher gut gefahren bin. Gummiknüppel. Brauchen wir den hierfür? Ich denke mal nicht. Gab es denn bisher, wo man den Gummiknüppel brauchen kann? Hätte den Wagen jetzt hier in der Zeit? Ja, ich würde total gern angeschossen werden. Habe Dirty Harry gesehen, so wie jeder Polizist in der Stadt. Ich will wirklich nicht wissen, was mir zustoßen wird, wenn ich den Streifenwagen in Stücke schlage. Ich dachte so als Fluchtfahrzeug, aber das scheint auch nicht in Betracht zu kommen. Man merkt, ich bin eigentlich ein übelster Komplettlösungsspieler immer. Warum auch das funktionieren sollte, weiß ich nicht. Natürlich nicht. Moment mal, ich probiere es nochmal, den Teppich vielleicht auf den Efeu zu legen oder so. Wüsste nicht warum, aber ich denke, dass ich hier fertig bin. Ja, denke ich auch. Nicht, dass ein Knüppel Stahlgitter am Fenster zerstören kann. Ich würde ja mein Handgelenk brechen als das Fenster, ja. Es kann halt nicht sein, dass ich irgendwas vergessen habe. So kaputt, wie es nur eben geht. Ich probiere jetzt mal den kaputt zu machen. Geht nicht. Können wir das jetzt einschlagen? Ich denke mal auch nicht. Wenn das andere nicht ging, warum soll das gehen? Das geht aber trotzdem, okay. Das Glas ist scharf und ich habe keine Blutreserven bei mir.
Teppich soll dir seinen Sinn erfüllen. Ah, okay. Kapitel 4, der Eingang. Gucken wir mal, was Kapitel 4 uns zu sagen hat. Versuche nach dem Zeitreisenden hat Joe es endlich geschafft, zum Krankenhaus zu gelangen. Doch dorthin zu kommen, ohne erwischt zu werden, das ist eine andere Geschichte. Dort hineinzukommen. Diesmal muss er jede einzelne graue Zelle anstrengen. Das ist ja nicht so prickelnd angestellt. Nur Müll. Nein, warte, da liegt ein Besen. Besen, Besen, seid's gewesen. Die Luft vom Ventilator enthält eine leichte Brise von frischem Fleisch und Reinigungsmittel. Kann ich den hier reinstecken, um den Ventilator anzuhalten? Sieht schon irgendwie sauber aus. Ich komme gar nicht ran. Was ist das hier? Achso, ist das Schaufenster. Das ist eine Metzgerei. Ich weiß zwar, dass die Immobilienpreise in der Stadt am Anschlag sind, aber wer um Himmels Willen würde eine Metzgerei direkt neben einem Krankenhaus eröffnen? Frage. Bevor wir in die nächste Zeit wechseln, gucken wir uns das hier nochmal an. Ein Knopf. Hey, es hat die Tür geöffnet. Die Dinge entwickeln sich langsam positiv für mich. Zerbrochene Scheibe. Ist irgendwas Rundes unter dem Dreck. Ist irgendwas drunter, aber es ist total mit Staub und Schmutz bedeckt. Na dann. Ein Gullideckel, na dann. Ich bekomme meine Finger nicht unter den Deckel. Da sind zwar Löcher drin, aber nicht groß genug für meine Finger. Okay. Müssen wir wahrscheinlich woanders einen Gegenstand finden. Das elektronische Schloss, an dem Zauber nur schon vor Jahren seinen Dienst eingestellt haben. Fleischerhaken. Gruselig aussehender Fleischerhaken. Komme ich ja mit dem hier runter. Oh, heftig schwer. Ich weiß nicht, ob jetzt hier zuerst rein sollte. Das ist eine lose Sprosse der Leiter. Ich nehme sie mal mit. Wenn irgendwas in der Welt überlebt hat, wird es jetzt ziemlich hungrig sein. Ich brauche was, um mich zu verteidigen. Ich hoffe mal, das hier ist bestimmt Jahre her, dass das noch funktioniert hat. Ich hoffe mal, das hilft uns jetzt eher, bevor wir in die Vergangenheit müssen, also in die andere Zeit. Selbst wenn ich irgendwie durch diese Stangen durchkommen würde, da wären ungefähr 2 Tonnen Schutt und Querträger am Weg. Ist gar nichts. Metallzeugs. Fühlt sich an wie Metall. Das versperrt. Ich kann den Boden einer dieser roten Container durch das Loch im Deckel erkennen. Dann wenn wir doch mal reingehen. Das elektronische Schloss an diesem Zaun. Achso, falsche Zeit. Hier rein. Oh, Terpentin. Flasche Terpentin ätzend und leicht entzündlich. Das könnte noch ganz nützlich sein. Dennoch sollte ich nicht mit der ganzen Flasche abholen. Der Anstreicher wird das merken und dann die Polizei verständigen. Das ist ein Eimer Farbe. Und dass jemand merkt. Ich darf den Terpentin so ein bisschen auf die Stange streuen, aber wird auch nicht funktionieren. Gucken wir uns hier um, bevor wir in die Zeit wechseln. Es ist verschlossen. Das ist die richtige Stelle, alles klar. Jetzt muss ich dann nur noch reinkommen und hoffentlich den Zeitreisenden finden. Das ist ein Polizist. Immer wenn er seine Stimme hebt, kann ich ein paar Wortfetzen verstehen. Ganz klar, er sucht jemanden. Bundesweite Suche, das hört sich nicht gut an. Das ist schlecht, das ist wirklich schlecht. Ich sollte den Haupteingang wohl besser meiden. Wenn ich das Ding die ganze Zeit nutze, werde ich noch orientierungslos. Aber eins ist sicher, ich muss mich im Moment von der Polizei fernhalten. Nach seinen Klamotten zu urteilen, ist er Anstreicher. Er zuckt zwar permanent mit den Schultern und schüttelt den Kopf, aber ich kann wirklich nicht verstehen, was er sagt. Nach seinen Klamotten zu urteilen, okay. Zeitenwechsel.
Hornissen ist. Nein, ich gehe nicht näher ran, ich reagiere allergisch auf Bienen. Dort werden wir gleich mal mit dem Schläger gegenhauen, nachdem wir uns den Rest angeguckt haben. Das ist die richtige Stelle, alles klar. Jetzt muss ich da nur noch reinkommen und hoffentlich den Zeitreisenden noch finden. Das Schloss ist so verrostet, es rasselt, oder? Schafft, das Schloss ist auf. Eine Knochensäge. Abgesehen von dieser klebrigen Substanz sieht es so aus, als wäre sie noch nie benutzt worden. Ich wette, da sind ca. 1000 Mieter, die ihre plötzliche Überquerung ablehnen würden. Und mit ablehnen meine ich zu Kleinholzbrücken. So, Knochensäge, kriegen wir das hier unten auf? Oder? Das könnte ich sicherlich machen, aber wer weiß, was da unten ist. Wenn ich da reinspringe, könnte ich durch die Strömung bis ins Meer gerissen werden oder von einem Kanalisationsalligator verspeist werden. Ich habe zu dem Thema meine Reportage gesehen. Verwilderter Bereich. Das ist total zugewuchert mit Bäumen und Sträuchern. Meine Statur ist nicht exakt die eines Holzfällers. Ich würde für Stunden hier rummacken und wahrscheinlich dann auch noch erwischt werden. Von denen ich hier bestimmt nicht sägen. Das ist ja direkt ein Polizist. Entweder muss ich die weltbeste Erklärung haben oder seine Verrückte, die er mich erzählen lässt, damit er das Ende erfährt. Ich werde mich aber auf keine der Möglichkeiten verlassen. Gehen wir mal zurück. Wofür könnte ich hier eine Knochensäge gebrauchen? Rostige Eisenstange. Der Kanal auf der anderen Seite des Stäbes ist mit Schutt versperrt. Ich könnte wetten, dass ich mit der Säge ein Auto durchsägen könnte. So kommen wir also rein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, dass wir jetzt gleich wieder raus müssen. Da liegt eine Spritze. Ein Abfluss. Okay. Aber das ist wahrscheinlich der Weg von oben, wo wir von oben reingeguckt haben. Das ist eine Spritze. Sein Täter haben das hier bestimmt in den Abfluss geschmissen. Okay. Damit werden wir, denke ich mal, das Terpentin bekommen. Ich muss das Krankenhausschild durch die Gitter kennen. Muss direkt vor dem Eingang sein. Moment, halt mal hier. So, zum Schutt blockiert. Ein Stapel Holzbalken muss so ein Landstreicher hier zurückgelassen haben, der seinen Palast nicht mehr fertiggestellt hat. Jetzt werden wir mal das Terpentin holen mit der Spritze. Oder halt die Farbe, eins von beiden. Dumm. Hier geht nichts Verdächtiges ab. So, die Spritze ist gefüllt mit Terpentin. Und jetzt mit Farbeimer. Muss eine andere Verwendung für das Terpentin geben. Leicht entzündlich, hat er ja gesagt. In den Ventilator. Das funktioniert nicht. Macht mal so gar keinen Sinn. Oh, hier ist eine Leiche. Ich habe gar nicht gesehen. Da steckt irgendwas Kleines zwischen den Rippen. Er wird es nicht mehr benötigen, ein Feuerzeug. Na, das bietet sich ja an. Und Feuerzeug kann man, glaube ich, habe schon drei Leichen gesehen. Mein Magen sollte sich langsam daran gewöhnt haben. Aber das Einzige, was mich derzeit am Kotzen abhält, ist die Tatsache, dass ich alles unecht bin. Mit Feuer kriegt man doch die Hornissen bestimmt aus dem Nest. Das doofe Ding macht nur noch Funken.
wie. Feuerzeug ist leer, ich bekomme nur Funken hin. Verwenden das Terpentin. Was könnte denn leicht zu brennen anfangen? Wir wissen ja, wenn wir in der einen Zeitform was verändern, dann verändern wir auch was im anderen Zeitalter. Oh, ich sehe, die Zeit ist oben, also bis zum nächsten Mal überlege ich mir vielleicht was und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal sneaken wir uns vielleicht ins Krankenhaus. Ciao.